Am Amtsgericht in Altona hat heute der Prozess gegen 4 AfD-Unterstützer wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. Sie sollen vor 4 Jahren an einem Wahlkampfstand in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Am AfD-Stand auf dem Markt in Großflottbek war es damals zu einer Auseinandersetzung gekommen, als ein Passant die dort ausgelegten Flyer vom Tisch gewischt hatte. Laut Staatsanwaltschaft sollen die 4 Angeklagten daraufhin auf den Mann losgegangen sein und ihn gemeinsam zu Boden gebracht haben. Anschließend hätten sie ihn geschlagen und getreten. Durch ein Messer, das einer der AfD-Standbetreiber dabei gehabt haben soll, wurde das Opfer nach dessen Angaben an der Hand verletzt. 2 weitere Verhandlungstermine sind angesetzt.